bin nochmal bei Nantes und wie versprochen die Fortsetzung mit dem Malaga, ein teilintegrierter. Ja, mit Queensbed. Mit Queensbed, ja, diesmal. Das ist gut, dann wollten wir mal einsehen. Michael Meissner von Reisemobilie Meissner. Aus Haßfurt, genau. Aus Haßfurt. Adresse, Kontaktdaten unten. So, jetzt haben wir schon einen schönen Standrundgang gemacht. Ja. Den blende ich auch an der Stelle ein, weil das Video kommt ca. 2 Tage später, also am Donnerstag. Wir drehen es heute. Nur ich sage das immer gerne dazu, dass die Leute nicht sagen, warst du da schon oder bist du ja gewesen oder lügst du uns an. Du weißt ja hier, YouTube, Ja, das ist richtig. Da musst du immer aufpassen, dass du transparent bleibst und ehrlich bleibst vor allem. Preislich jetzt, also mein klar, es ist ein Teilintegrierter mit einer guten Ausstattung, 7,20 Meter, aber in einem tollen Niveau. Also das habe ich schon gemerkt. Notar, wir haben ja gelernt, Notar. Genau. Baut schon klasse Schlitten und das seit 100 Jahren. Wir haben auch Serie diese 60 cm Tür. Mhm. Kommt ganz stark jetzt überall. Genau. Ja. Geht auch nicht mehr ohne, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also genau wie man irgendwann auf LED umgestiegen ist, muss, Entschuldigung, liebe Hersteller, jeder jetzt auf Coupé-Einstiege umsteigen und auf breite Türen. Weil die 10 cm gibt jeder gerne mal Möbelbau ab. So ist es. Schon genug blutige Finger geholt damit. Ja, weil du kratzt ja mit so einer Kiste, wenn du einsteigst und packst ja immer was ein und aus, bist du da irgendwie vorbei und dann stößt du dir den Popo oder was weiß ich was. Auch Außendesign, bevor ich reingehe, das ist wirklich harmonisch. Das ist auch so ein bisschen Effekt drauf hier, ne? Ja, das sind die kleinen N für Notar. Lauter kleine Ns. Ein bisschen Gold muss auch dabei sein, das betont immer so den Premium-Charakter. Ja. Da haben wir die 100 Jahre nochmal, also das heißt 21 ist das 100er. Genau. Der 100er, da ist die der. Ne, da muss man noch nichts stellen bei 100. Ja. Hast du es mitbekommen neulich? Hast du mal ein Video geguckt, wo ich so ein Mini-Shitstorm, so eine Scheiße hier. Wo jemand gesagt hat, oh, Gendern gibt es bei uns Camper nicht, brauchen wir nicht. Naja, ist halt mal so. Ich weiß auch nicht, wem das eingefallen ist. Aber richtig, ist halt so. Ist halt so. Der hat zum Beispiel jetzt eine Ducato 7, das haben wir im letzten Video angesprochen. Ja. Dass man noch nicht jedes Fahrzeug jetzt auf 8 aufbauen kann, aber ihr bekommt den auf 8, wenn ihr den haben wollt und bestellen wollt. Sagen wir ehrlich, Lieferzeiten, wenn man sich jetzt spontan blitzverliebt in so einen Notar, ungefähr. Ungefähr erstes Quartal nächstes Jahr. Das geht noch. Bilbao sogar noch dieses Jahr. Da habt ihr relativ gut vorgeordert. Ja. Und seid optimistisch, dass Fiat das dann auch einhalten kann. Ja. Ja, weil das ist halt das Hauptthema momentan, das sieht man. Die Preise ziehen an, das muss man auch mal sagen, jeder Hersteller, ausnahmslos, jeder muss erhöhen. Das ist nicht willkürlich. Jeder Bock hat jetzt durch Corona noch mehr Geld zu verdienen in der Branche, die ohnehin schon boomt, sondern die Materialpreise zwingen jeden dazu, ob es der Zimmermann ist oder der Wohnmobilbauer oder der Metzger nebenan. Ja, das ist egal. Ist so. Ist überall das Gleiche. Muss man halt mal reden. Mhm. Ah, ohne Hubbett. Der hat kein Hubbett, ja. Das macht natürlich schon richtig Platz. Der hat Skandinav-Möbel, ja. Mhm. Ist sehr, sehr schick. Ja. Aber hallo, man kommt sich halt fast nicht mehr vor wie in einem Teilintegrierten, wenn man jetzt hier so sitzt. Weil das spürst du nicht mehr hier. Ja. Das merkst du nur noch, wenn du dich umdrehst zum Fahren. Genau. Face-to-face-Dinette. Und da ist ja immer alles drin, ich traue mich schon gar nicht mehr fragen, aber mit vom Plissé bis zum... Richtig. Da gibt es wenige Optionen, ist dann eher noch motortechnisch oder vielleicht mal hier eine Kleinigkeit, aber ansonsten... Ja, optional diese 360 Grad Drohnenkamera, wer es möchte. Ja, aber das ist genau... Das ist so speziell. Aber in der Preiskategorie wären die schon auch dann echt, wo man dann sagt, komm, schreibe wirklich nur mit auf, weil ich meine, ich möchte ja den Wert auch schützen. Das ist ja wirklich ein Wertschutz, wo ich immer safe bin, außer irgend so ein anderer... Knallt dir ins Auto, das kannst du nie verhindern, aber beim Einparken. Richtig. Ja, es ist halt immer, jeder ist hier immer auf Hab-Acht-Stellung. Aber sie schützt ja trotzdem nicht vor. Aber du siehst halt, du kannst dir dann nur selber einen Vorwurf machen, wenn du mit dem Ding auch noch anfährst. Und du brauchst auch niemanden, der hektisch am Stellplatz oder am Campingplatz schreit, stopp, stopp, rechts, rechts, links, links, vor, zurück. Ich hätte ein Buch schreiben über Einparkmanöver von meiner Nachbarn. Du auch, gell? Ja, nicht nur eins. Also ich glaube, ich würde schon das zweite anfangen können. Ich glaube, manche gehen nur in den Campingmarkt rein, um zu sehen, wie lustig das ist auf so Stellung Campingplatz. Genau. Manche sind auch immer schon extra vorher da, weil sie sehen wollen, wenn noch ganz viele kommen, setzen sie sich hin, Bierchen in der Hand, Liegestuhl und gucken mal beim Einparken zu. Ja, ja. Herrlich.
Ja, manchmal ist aber auch das Schöne als Fernsehschauen. Ja, aber hallo, ich sage immer, wenn ich Comedy will, dann mache ich die Tür auf. Genau. Das ist jetzt nichts, wo wir irgendjemand angreifen damit. Ja. Comedy kann auch nicht einparken sein. Also da gibt es noch andere Sachen. Genau. Aber die Camper sind eh ein Spaß. Also da kann man immer mal ein Spezial machen. Immer eigenständig, immer USB, ja. Immer Truma. Gibt es hier jetzt auch Alde? Nee, oder? Nein, bei den Teilintegrierten nicht. Die gibt es ab der iProgress-Serie, sprich voll integriert. Da sind sie dann verständlich mit dabei, beziehungsweise optional. Ist auch nicht so einfach und für die Einsteiger sei dazu gesagt, wer jetzt sagt, ach, ich will den aber nur mit Aldi und genau das Modell, das ist technisch dann nicht mehr nachrüstbar. Ja. Das wäre Auto komplett zerlegen und wieder aufbauen. Genau. Das glaube ich, dann kaufst du lieber gleich ein mit Aldi. Stimmt, so ist es. Das ganze Teil hier kann man abdunkeln. Aha. Kann natürlich auch das hier so. Ja, so ein bisschen hier die Kuschelbeleuchtung an. Sorry, wenn es jetzt flimmert, liebe Leute. Ich weiß, ich filme hier mit kleinerer Auflösung auf der Messe, sonst bricht die ganzen Daten, die ich hier einsammle, gar nicht mehr hoch. Ui, jetzt sehe ich ja noch was, wo ich wirklich reden kann drüber, oder wir beide. Das ist ja richtig groß. Ja, das Skyroof-Fenster. Das ist mega. Da können ja alle anderen nicht mehr Fenster sagen, die kleineren. Ja. Das ist ein Fenster. Ja. Das ist ja fast ein Wintergarten. Ja. Oder ein Sommergarten. Je nachdem. Natürlich auch verdunkelbar und so, Leute. Und mit Insektenschutz und zum Öffnen. Das ist riesig. Stimmt. Das ist ja weit mehr als ein Quadratmeter. Oder? Auch haben wir keine Windgeräusche oder dergleichen. Ja. Wir privat haben noch niemals ein ruhigeres Fahrzeug als den Nauteur gefahren. Wirklich so. Ja, du hast ja auch viel Erfahrung. Ja. Das ist, du bist ja auch schon ewig Camper, gell? Richtig. Von klein reingeboren. Genau. Wir hatten ja unsere erste Begegnung vor eineinhalb Jahren, haben wir uns getroffen, haben wir Lamarca vorgestellt. Ja. In der Nähe der Geburtsstätte der Concorde, Phoenix. Concorde. Richtig. Mitten im schönen Frankenland. Richtig. Da, wo auch jeder Camper in Deutschland irgendwann einmal gestanden ist auf dem Stellplatz. Gell? Genau. Stimmt. Ah ja, das sind Zeiten, wo die Zeit vergeht. Stimmt. Wirklich Wahnsinn. Hier haben wir jetzt dann das Beansbett. Ist auch breit, ist 1,60 Meter. Richtig. Ah, das merkt man schon. Kann ich in der Länge verstellen, dann geht auch das Kopfteil nach unten. Ja. Und so hast du in den Lounge und so das richtig. Kuschel, Lese, richtig. Wie auch immer. Richtig. Okay. Wie lang? Ich will hier nicht quälen, aber das könnte schon 1,95 Meter haben, oder? Das Bett? 1,98 Meter. Wenn es liegt. Richtig. Ja. Und der Beinanschnitt relativ human, weil viele haben ja Angst, dass dann, ja siehst du mal, ja. Dass da die Beine raushalten. Das war nur ich, da kann jetzt... Der schöne Wagen, nichts dafür, aber hier, ja, das ist wichtig, weil wenn ich da jetzt mit 2 Meter drin liege, manche schneiden ja schon hier an. Genau. Das geht wirklich wertvoll ab. Auch die eigenen Schränke, jeder seine Seite, unten nochmal Handy laden, USBs auch da hinten in der Ecke, selbstverständlich, schätze ich mal. Richtig, in den Lampen integriert wahrscheinlich. An oder den Lampen, an den Socken, ja. Da haben wir USB mit bei, wie halt vorne auch am Kühlschrank. Ja, ja. Ja, für viele Leute. Und ganz unten ist auch noch eine versteckt. Ah ja. Und 230 Volt gibt es vorne dann natürlich in der Küche, die üblichen Stellen im Bad genau, und so weiter. Genau, Bad. Reicht ja auch 3 oder 4, wenn man hat, ist gut. Richtig. Und mal keine Querfensterchen, die teilweise ja wie Skischarten sind, auch schon bei manchen, sondern was Schönes, Großes. Ja. Und auch hier alles natürlich. Ich habe ja den Vorwurf bekommen, nicht mehr so auf Einsteiger zu achten und ein bisschen ins Detail zu gehen, alles immer wieder zu erklären. Aber alles stufenlos. Ja, rauf, runter. So rechts, links geht nicht. Heutzutage musst du immer auf alles achten mit dem Dachluke. Das ist heftig, aber immer gut, wenn man mal Fahrzeug putzt oder so. Staubsaug. Lässt sich natürlich auch. Ja, klar. Komm mal, Kuschelstimmung hier. Alles prima. Ja. Ja, natürlich. Sehr schönes Fahrzeug. Ja, wirklich schön. Ich finde es auch, ja, das ist auch immer so ein Problem, wenn du über den Preis sprichst, wenn ich dann sage, ich finde das jetzt angepasst, sage ich, 90.000 Euro, das ist viel Geld. Ja, das können auch 2 Euro für jemanden schon viel Geld sein. Also von dem her, wo ist da der Maßstab? Ja. Man muss einfach Qualität und Preis entgegenrechnen. Wir gehen ja hier in einem Sektor vor Camping, Reisemobile. Und wir sind auch uns alle einig auf der Messe und auch die Camper, die es schon länger betreiben, ja. Dass das
keine günstige Urlaubsform ist. Das muss man sich mal einfach abschminken. Das kann ich mit einem kleinen, kompakten Wohnwagen auf 20 Jahre noch rechnen. Genau. Ansonsten lassen wir uns alle, die wir dieses lieben, die Unabhängigkeit schon ein paar Euro kosten. Also, klar, muss man überall mal sparen und die Strecken, die die Leute fahren, werden ja auch immer kürzer. Ja. Das ist so, also der große Jahresurlaub wie früher, so zweimal, drei Wochen Spanien und Marokko und was weiß ich was, das überlegen sich die meisten schon. Viele machen es natürlich noch, aber ich fahre auch, ich fahre ja ständig rum, aber ich kenne viele, die eben 30, 40 Mal im Jahr in den Wochenenden, Sommer wie Winter, in die Therme fahren, die Enkel besuchen, auf einer Hochzeit sind, Weihnachtsbesuche machen. Das ist dann das Geile. Genau. Immer den gepackten Esel vor der Tür. Stimmt. Man muss nicht viel mehr reinladen. Das ist so. Das ist einfach. Der Malaga aus der Progress-Serie. Genau. Eine kurze Roomtour, aber wir haben euch ja viel gezeigt. Ich werde alle die Videos, die wir gemacht haben, natürlich oben reinlinken und hinten reinlinken und so weiter. Und wenn ihr Fachfragen habt, das ist euer Mann. Genau, einfach melden. Telefonisch, per E-Mail. Sehr sympathisch. Jede Möglichkeit. Auch mieten? Auch mieten, ja. Aber Winter? Nein. Machen kaum einer. Gefahr, Pflege, Fahrzeugverschleiß. Ja. Es lohnt sich nicht. Klar gibt es immer wieder Anfragen. Ja. Aber du musst ja ein Auto auch auslasten. Das ist einmal dazu gesagt bei der Wintervermietung. Und wenn dann nur Weihnachten einer zwei Wochen fahren will, spielt das die Kosten nicht ein. Nein. Funktioniert. Das rechnet sich nicht. Aber ihr macht euren Job gut. Ihr habt einen super Ruf, kann ich immer sagen, weil wir beobachten uns ja gegenseitig. Mhm, genau. Das ist halt mal so. Genau. Man guckt in die Bewertungen, man guckt in das, wir kennen uns ja schon ein bisschen, was über die Videos so zusammenkommt. Da kann ich nur sagen, die meistens machen echt einen tollen Job. Schönen Gruß an deine Frau. Danke. Mach's die gut. Ist am La Marca-Stand. Ist am La Marca-Stand? Ja. Na, dann werden wir sie ja demnächst sehen, weil wir ja noch am La Marca-Stand filmen. Genau. Habe die Ehre miteinander. Ich wünsche dir was erfolgreiche Messe. Wir sehen uns. Danke dir, Michael. Ciao, ciao. Ciao. Vor dem Malaga am Notarstand.